Hallo YouTube, schön, dass ihr dabei seid. Wie uns wieder heißt, unsere kleine Alpenfarm. Mit dabei ist der Sepp. Jo. Der Michel. Moin. Der Elias. Servus. Und der Kevin. Moin. Und natürlich meine Wenigkeit, der Alois. So. Ja, wir seht, wir sind immer noch fleißig am Ballenpressen und das nimmt kein Ende hier. Da drüben ist der Kevin am Fahren. Oh, 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 jetzt haben wir ein bisschen zu früh eingelenkt. Das war nicht gut. So, und ja, jetzt müssen wir mal so langsam hier Kniegas geben. Die Sachen müssen vom Feld runter. Wir müssen ja auch wieder neu ansehen mal. Ne? Und dann braucht auch noch der Landhandel Hilfe beim was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die sind am Häckseln, genau, am Häckseln waren die. Kevin? Hä? So, wie weit bist denn du? Wie viele Bahnen? 5 Bahnen noch und Drescher ist auch schon wieder voll. Machst du den Drescher? Ich bin jetzt nämlich gleich hier fertig. Ich fahre die letzten 2 Bahnen jetzt. Ja, dann mach du gleich alles fertig. Wir drüben auch, dann kann ich einen Drescher machen und kann zur Not nochmal schnell aufs nächste Feld rüberfahren. Wenn ich auf der 21 bin, kann ich ja zum Landhandel laufen, die paar Meter. Ja, genau, dann kannst du den da rüberfahren, machst den Schlepper leer. Nee, du musst rüberkommen wieder, du musst den Trecker mitnehmen. Nee, wieso? Ich dachte, ich würde vom Landhandel den K700 kriegen. Ja, zum Ballen, zum Pressen dann. Was, zum Pressen? Ja, zum Silage verdichten. Ja. Du bleibst da auf dem Hof, aber wir brauchen die Hänger drüben. Und wenn ich doch die Krone mit rüberfahren muss, brauchst du auf jeden Fall drüben den Trecker, weil der Drescher muss ja auch abgetankt werden. Das heißt, deinen brauchen wir auf jeden Fall drüben. Das heißt, ich muss dich jetzt gleich erst einmal rüberholen wieder. Heißt, du fährst den Drescher rüber, ich komme dann hinterher gefahren mit dem Auto, ja, hol ja, dich so ab, wir fahren zurück, dann nimmst du deinen Trecker, den Fendt, nimmst die beiden Hänger, machst die leer und dann geht's ab die Post darunter und du kannst schon mal anfangen und ich komme dann hinterher, sobald ich mit dem Feld fertig bin. Ja. Ja, der Drescher hat noch 1,5 Bahnen hier, das fahre ich schnell selber. Ja, dann, ja, lassen wir, ja, genau, dann fahr das selber. Ich fange jetzt mit den Bahnen an hier. Guck nur, dass du die Krone, wie viel hatten deine noch? Drin? Weiß ich nicht. Wenn nicht, macht er die Krone einmal kurz leer. Ja gut, ich habe ja hier auch noch 1600 Liter schon drin, ne? Ja, dann machst du die Krone, die du da hast, einmal voll bis 4000, stellst die unten hin, fährst mit meinem weiter. Aber deine braucht so lange. Mit der bin ich schneller hier. Ja, dann mache ich meine jetzt, ja, vor allem du kannst ja die gleich wieder mit runternehmen. Ja, ja, die will ich ja gleich mit runternehmen, dann. Ja. Deswegen will ich die jetzt hier einmal durchziehen, weil ja, mit der ist es einfach schneller. Dann mach deine, stell die oben hin. Komm mit dem Schlepper runter, ne, lass den Fendt hier unten, häng den an die Hänger. Ja, hab ich jetzt vor. Ich mach bei dem hier noch 50 Liter rein. Ja. Wenn ich das genau hinkriege. Dann musst du halt nur langsam fahren, ne? Und dann machst du leer das Ding. Also das nächste Mal Heu pressen, was so sein wird. Ja, da hinten liegt jetzt auch noch ein Grasballen oder ein Heuballen. Oh. Ganz hinten auf dem Feld, auf der 3. Okay. Und dann häng den um. Fahr deinen kleinen nach oben und dann kommst du gleich runter und bringst einen Drescher weg dann. Ja.
dann müssen wir mal gucken, dass wir unsere Silage aus dem Bunkersilo rauskriegen und die ins Silo reinpacken. Dann ist es einfacher nachher mit Futter mischen. Mit Futter mischen. Ja. Übernimmst du gleich mal den Drescher, der macht nämlich hier wieder irgendeinen Schmarrn. Okay, ja, mach ich gleich. Der fängt jetzt mitten im Feld an. Ja, ich komm gleich. Okay. Ja, so ist das. So. Dann haben wir jetzt noch zwei, drei Bahnen, dann passt das. Dann sind wir durch mit dem Geschäft hier. Letzte Bahn hier, häcksle ich. Was? Die letzte Bahn häcksle ich. Jo. Fährst du dann gleich direkt drüber, ne? Ja. Gut, ich komme dann direkt hinterher, sobald ich hier fertig bin. Ja. Also zwei Ballen dürfte ich vielleicht hier noch rauskriegen. Mal gucken.
Und pack das Schneidwerk gleich mal auf die andere Seite drauf. Hab ich, ja, ich hab den Wagen gerade schon gedreht. Jo, super. So, jetzt mal den Bis. Jo, Sonnenbichler. Ja, moin. Jo, Micha, was gibt? Wie weit seid ihr? Also ich bin jetzt gerade fertig. Der Kevin fährt jetzt eben den Drescher rüber auf die 21. Den hole ich dann ab und dann wird er mit unseren Hängern, mit dem Fendt rüber zum Feld fahren bei uns auf die 21, dass der Drescher abgetankt werden kann. Und ich komme dann mit der geliehenen Krone rüber mit meinem Trecker und wird mir dann den Hänger von euch schnappen zum Abfahren. Und er wird dann Silage walzen. Ja, genau, das ist sehr gut. Der Hänger steht nebenan beim Handel. Ja. Tridem Abschiebewagen. Und die Silowalze steht auch nebenan und der K700 steht bei uns vorne auf der Rampe. Alles klar. Dann kann er sich da wegnehmen, die Walze hinten dran und dann zu BGR fahren. Okay, sag ich ihm dann gleich. Jawohl, perfekt, danke. Jo. Dann bis gleich. Jo, bis gleich. Ciao. 10 Minuten ungefähr sind wir da. Jo. Ihr seid dann auf der 18, war richtig, ne? Ja, genau. Okay. Kevin? Ja? Wo ist denn mein Auto? In der Garage. Das habe ich doch mit Absicht draußen stehen gelassen. Okay, danke. Kinder. Du kannst nicht mit ihnen und du kannst nicht ohne sie. So, dann holen wir jetzt den Kevin schnell ab. Ja, da fährt die Kolonne. Juhu. Gucken wir mal, wo der Junge steht. Ah, er fährt ihn gerade hin. Okay, perfekt. Da bin ich. Jo, alles klar, super. Wenn du hier links fährst, wieder links, dann kommst du auch zu uns. Will ich aber nicht. Okay.
wollte nur mal gesprochen haben. Aber ich weiß, hast du ja auch recht. Wäre aber nicht der kürzere Weg gewesen zu uns. So. Also, pass auf. K700 steht bei denen auf dem Hof. Ich hab, ja. Hat so lange gedauert, weil ich die drei gerade vor mir hatte. Ah, okay. Ja. So, komm, jetzt machen wir mal eine Runde Offroad hier. Einmal durch die Blumen. Fupp. Ja. Runter. Deswegen. Da steht der Michel. Genau, da muss ich jetzt gleich hin, dann... Ich weiß wie auf dem Feld raus. So, fahr ich... Ach ne, du bist ja hier unten, ne? Ja. Steht da ja. Genau. Dann bringst du den... Die Hänger machst du leer und bringst... fährst dann rüber. Oh, ich bin schon raus. Fahr schon hoch. Ja, alles klar. Dann sehen wir uns gleich... oben. Ach, ja. So, dann ab in den Schlepper. Und auf geht's ab nach unten. Ich bin schon auf dem Weg, ne? Jo. Dann bis gleich. Aber jetzt schaffen wir es über eine Million. Du solltest das doch ins Silo kippen. Ach so. Ja, jetzt ist egal. Ja, guck mal, wie viel wir im Silo haben. Ja, 20.000. Ja, bei 50 Hühnern oder 25, was wir haben. Ja. Du musst dir nur die Silowalze noch holen, ne? Dann am auf dem Parkplatz gegenüber vom Landhandel. Ja. Ach, Teufel, das ist ja Rechtslenker. Ja, kriegst du schon hin. Du heiliger Bimbam. Dann nimm das Teilchen mal hier weg. Gut, dann fahr vor und ab geht's. Ach, na ja. So. Jetzt bleiben wir mal kurz auf der Straße stehen hier.
wieder aus. Gute Idee. Hallo, so, ich hab den Hänger hinten dran. Ich sehe euch da vorne am Feld. Ich fahre gerade bei euch über den Hof. Ah ja, alles klar. Kann ich mich dann hinten anschließen? Ja, ich habe schon 5 Sekunden. Also schon fast vor. Blasto, habe ich nicht verstanden. 75% habe ich. Okay, und das Ganze geht dann in die BGA direkt. Ja. Ins Fahrsilo, ja? Ja, genau, zum Silo, also ins Silo von der BGA. Ja. Können wir gleich Mittag machen, ne? Mittag, du denkst auch nur ans Essen, wa, Sepp? Ah, das Rohr schlackert aber immer noch. Und voll. Jo. So, auf wie viel hast du eingestellt? In Kalmar. km/h. Ist extra immer, ja? Weiß ich doch nicht. Ich fahr das heute das erste Mal hier ab, Sepp. Ja, alles gut. Alois, da habe ich nicht mehr dran gedacht. Stimmt. Opa. Jo, dem Alois sein Lenkrad, das macht aber schon wieder ganz schön Krach. Entschuldigung. Ja. Links zu viel. Das hört sich an, als wenn einer rudert, ne? Ja, ja, ja. Ach. So, und die BGA ist dann wo? Am Ende der Map. Rechts. Was hier die Hauptstraße fährst, runter und lässt die Ortschaft rechts an dir liegen, bis runter, bis nichts mehr geht, dann links. Ist das da hinten, wo der, wo der Bahnhof ist? Da, wo ihr mich aufgegabelt habt? Ja, an der Flussseite. Ah ja, dann weiß ich, wo ich hin muss. Aufgegabelt haben wir dich innerseite dorthin. Eine BGA ist Außenseite. Elias, 58, 60% habe ich. Ich muss sagen, das sieht sehr gut aus, was dein Sohn da fabriziert. Ja, sehr schön. Wenn wir Grassilo machen, darf er wiederkommen. Alles klar. Es soll den morgen nicht vor dem Apelo. Stimmt. Vielleicht liegt mein K700 nachher noch auf der Seite. Ich hoffe nicht, der ist gerade neu lackiert. Sag ich ja, ich hoffe nicht, der ist gerade neu lackiert. Michel. Ja, ihr lieben Leute, ich würde sagen, das war's dann mit der Folge. Tüdelü. Macht's alle gut, heute am Montagabend. Schon wieder so weit, ich hab gerade mal eine Fuhre weggebracht. Bis Dienstag Abend und denkt dann auch wieder die Aufzeichnung abends. Macht's gut.
Elias noch nicht. Ja.